Hallo und herzlich willkommen zu unserer 12. Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit unseren chemischen Sinnen beschäftigen, nämlich dem Geruch und dem Geschmackssinn. In der letzten Sitzung haben wir unser auditorisches System kennengelernt und kennengelernt, wie wir über unsere Ohren, über die Gehörknöchelchen und die Cochlea im Mittel- und Innenohr und dann die Signalbahn über das Spiralganglion, über den Thalamus bis hin zum Neokortex auditorische Informationen verarbeiten. In der Sitzung davor haben wir uns mit dem visuellen System beschäftigt und davor haben wir uns mit dem somatosensorischen System beschäftigt und wir haben bei all diesen Sinnen kennengelernt, welche Reize denn eigentlich hier von uns detektiert werden und haben gemerkt, okay, es geht hier um Informationen, die auf unseren Körper treffen, also sei es Druckveränderung, sei es elektromagnetische Wellen, seien es Luftbewegungen oder heute eben seien es Moleküle, seien es chemische Stoffe, die mit unseren Rezeptoren in unserer Nase und in unserem Mund-Rachenraum interagieren. Dazu wollen wir uns heute einmal anschauen, wie denn unser Geruch und unser Geschmack funktioniert. Dazu schauen wir uns zunächst einmal den Geruch an, schauen uns dabei an, was sind denn eigentlich olfaktorische Reize, also was sind denn diese Reize, die wir riechen können, schauen uns dann an, wie reagieren denn diese Stoffe mit unseren Riechsinneszellen und schauen uns dann an, wie werden diese Informationen dann aus unseren Rezeptoren zu unserem zentralen Nervensystem transportiert. Und hier gibt es eine ganz interessante Abweichung zu unseren üblichen Sinnen, denn unser olfaktorisches System wird nicht primär über den Thalamus verschaltet. Und dann im zweiten Teil wollen wir uns unser gustatorisches System anschauen, also unseren Geschmack und uns anschauen, wie werden denn hier diese Geschmacksreize verarbeitet, wie werden die wahrgenommen und wie ist die Signalbahn in unserem gustatorischen System. Fangen wir aber mal mit unserem Geruch an, unser olfaktorisches System. Dieses olfaktorische System ist dazu da, Informationen aufnehmen, die als gelöste Moleküle in der Luft vorliegen. Das heißt, olfaktorische Reize, das sind organische Moleküle in der Luft, es können auch künstlich hergestellte Moleküle in der Luft sein. Ganz wichtig, diese Moleküle müssen löslich in Gasen sein und sie müssen auch löslich in der Riechschleimhaut sein. Also beispielsweise in unserer Nase, in unserem Nasenraum haben wir eine Schleimhaut, die ist feucht und in dieser Flüssigkeit, in dieser feuchten Umgebung müssen diese Moleküle löslich sein, damit wir sie tatsächlich detektieren können. Und ich habe Ihnen hier mal einige Beispiele mitgebracht, wie denn diese chemischen Moleküle, diese organischen Moleküle ausschauen. Sie sehen hier schon, je nach Struktur haben wir ganz unterschiedliche Gerüche, also beispielsweise eine Rose und eine Mandel, das sind beides Gerüche, die wir wahrnehmen können, die wir auch identifizieren können und die haben sehr komplexe, sehr unterschiedliche Strukturen. Und diese Strukturen sind ganz relevant für unsere olfaktorische Wahrnehmung. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir eigentlich gar keine oder kaum reine Gerüche wahrnehmen, sondern ganz viele olfaktorische Reize, die wir aufnehmen, die wir wahrnehmen, sind Mischgerüche, die also unterschiedliche Rezeptoren aktivieren. Ganz grundsätzlich müssen wir beachten, dass wir in unserem olfaktorischen System ein Prinzip haben, das wir schon aus unserem üblichen Nervensystem kennen. Und zwar haben wir ganz am Anfang von der Vorlesungsreihe die Rezeptoren an unseren Nervenzellen kennengelernt und haben dabei das Schlüssel-Schloss-Prinzip kennengelernt. Also das Prinzip, dass jeder Rezeptor durch einen Übertragungsstoff mit einer ganz bestimmten chemischen Struktur aktiviert wird. Und hier, wenn die Struktur des Rezeptors und die Struktur des Übertragungsstoffs aufeinander passen, dann kommt es hier zu einer Aktivierung. Und das gleiche Prinzip finden wir auch in unserem olfaktorischen System, dass nämlich hier diese Struktur, diese chemische Struktur unserer olfaktorischen Reize auf die chemische Struktur eines Rezeptors passen muss, um hier eine Wahrnehmung auszulösen. Und so sehen wir hier, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Rezeptoren durch unterschiedliche Gerüche
durch unterschiedliche Geruchsstoffe aktiviert werden und dass die Kombination aus dieser Aktivierung von mehreren Rezeptoren dann unsere komplexe olfaktorische Wahrnehmung widerspiegelt. Wir sehen es ja beispielsweise, dass so etwas wie ein süßer, holziger Geruch wird hier durch die Aktivierung von zwei Rezeptoren aktiviert. Und also quasi aus dieser Kombination dieser beiden Rezeptoren können wir dann eine Identifikation eines Geruches vollziehen. Schauen wir uns also mal an, wie wir in unserem olfaktorischen System denn die Informationen aufnehmen. Schauen wir uns mal ganz genau im Detail an, wie denn dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, diese Aktivierung hier funktioniert. Unser olfaktorisches System besteht ganz grundsätzlich aus unserem olfaktorischen Kortex. In unserem Neokortex, den finden wir an der Innenseite der Insula, und dann haben wir an unserem Gehirn einen Hirnnerv, den olfaktorischen Nerv, und am Ende dieses olfaktorischen Nerves finden wir den Bulbus olfactorius. Und aus diesem Bulbus olfactorius wachsen unsere Riechsinneszellen heraus, und zwar wachsen die durch unseren Schädel hindurch. Wir haben an der Oberseite unseres Nasenraums die sogenannte Siebbeinplatte. Das ist also eine Knochenschicht, die hat Öffnungen, und durch diese Öffnungen wachsen die Nervenzellen hindurch in unseren Nasenraum. Das heißt, wenn wir einatmen, wenn wir also Luft holen, dann strömt hier Luft in unsere Nase, und in dieser Luft, in diesem Gas gelöste Moleküle strömen hier in unsere Nase hinein. Und diese einströmenden Gase, diese einströmenden in der Luft gelösten Moleküle, die aktivieren jetzt einzelne Riechsinneszellen. Und hier ganz wichtig, dass diese Wahrnehmung, die bleibt nicht über die Zeit konstant, sondern die Wahrnehmung, die schwankt eben mit unserem Atemrhythmus. Das kennen Sie vermutlich selber. Wenn Sie intensiv an etwas riechen möchten, dann müssen Sie da nah rangehen und sehr intensiv einatmen. Und wir adaptieren sehr schnell und sehr stark auf gleichbleibende Gerüche. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Prozesse, die für die Adaptation verantwortlich sind. Zum einen haben wir eine abnehmende Erregbarkeit auf Rezeptorebene. Auch hier kommt wieder ein Prinzip ins Spiel, das wir schon von Neurotransmittern kennengelernt haben. Erinnern Sie sich nochmal an die Prinzipien der Aktivierung von ligandengesteuerten Rezeptoren. Da hatten wir kennengelernt, dass diese Rezeptoren, wenn hier einmal ein Ligand, also ein Übertragungsstoff, bindet, dann sind die erstmal eine Weile lang blockiert und können dann auch nicht mehr weiter aktiviert werden. Genau das Gleiche finden wir hier im olfaktorischen System auch. Wenn hier also einmal ein Geruchsstoff an diese Rezeptoren gebunden hat, dann sind die erstmal ausgelastet, dann braucht es erstmal wieder eine Zeit, bis dann dieser Geruchsstoff wieder entfernt ist und dieser Rezeptor wieder bereit ist, neue Informationen aufzunehmen. Außerdem haben wir auf Ebene des Bulbus olfactorius aktive Hemmungsprozesse über Körnerzellen, Granular Cells, die hier für eine laterale Hemmung, aber auch für eine dauerhafte Hemmung dieser Geruchssensoren, dieser Geruchrezeption verantwortlich sind. Schauen wir also mal uns genau an, wie denn eigentlich diese Aufnahme von Informationen in den Bulbus olfactorius funktioniert. In der Nase, hatte ich schon erwähnt, da haben wir eben drüberliegend an der Unterseite unseres Frontallappens den Bulbus olfactorius. In diesem Bulbus olfactorius, da finden wir die sogenannten Mitralzellen. Diese Mitralzellen, das sind die Nervenzellen, die Informationen dann hin zu unserem zentralen Nervensystem transportieren. Und diese Mitralzellen, die verschalten auf Glomeruli-Zellen. Und diese Glomeruli-Zellen, das sind Verschaltungsstationen, an denen die Axone der olfaktorischen Riechsinneszellen ankommen. Wir haben hier eine Verschaltung von etwa 1000 zu 1. Also hier konvergieren sehr, sehr viele Riechsinneszellen auf eine Glomerulus-Zelle. Schauen wir jetzt aber mal genauer an, wie eigentlich diese Riechsinneszellen überhaupt aufgebaut sind. Sie sehen es hier. Wir haben die Siebbeinplatte und drunter haben wir unser Riechepithelium, also diese Versorgungsschicht in unserer Riechschleimhaut, die hier für die Aufrechterhaltung unseres Geruchs, für das am Leben halten
der Riechsinneszellen relevant ist. In diesem Riechepithelium, da finden wir zum einen unsere olfaktorischen Rezeptoren und wir finden hier auch Versorgungs- und Stützzellen. Diese olfaktorischen Neurone, das sind Bipolarzellen. Die haben wir schon kennengelernt, Bipolarzellen. Wir haben ja so einen Zellkern und da auf der einen Seite wächst ein kurzes Axon mit den, ein Dendritenbaum, wo dann die Rezeptoren sitzen und auf der anderen Seite zieht ein relativ langes Axon raus, das eben hier durch die Siebenplatte zu den Glomeruluszellen zieht. Dieses Riechepithelium, das ist nicht, da finden wir eben nicht nur unsere Riechsinneszellen, also nicht nur diese Bipolarzellen, sondern wir finden hier eben Versorgungszellen, Gliazellen im Grunde, die hier für die Versorgung der Bipolarzellen relevant sind. Und wir finden hier Stammzellen, basale Stammzellen, aus denen dann neue Bipolarzellen gebildet werden, also ständig neue Riechsinneszellen erzeugt werden. Das heißt, diese Riechsinneszellen, die überleben gar nicht sonderlich lange. Die werden so etwa alle 4 Wochen erneuert, die haben also eine relativ kurze Lebensdauer, werden also ständig und immer wieder erneuert, haben so einen ständigen Erneuerungsprozess. Das heißt aber trotzdem, über unser Leben hinweg verändert sich unsere Riechfähigkeit, die nimmt über das Alter ab, hängt aber vermutlich stark damit zusammen mit der Regenerationsfähigkeit dieser Riechschleimhaut und auch mit dem Austrocknen der Schleimhäute über das Alter hinweg. Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Gase oder Rauch, können aber eben hier dieses Epithelium schädigen, sodass hier keine neuen Riechsinneszellen gebildet werden können. Also es kann sein, dass wenn Sie sehr stark rauchen, dass dann Ihre Geruchsfähigkeit abnimmt. Aber wenn Sie aufhören zu rauchen, kann es sein, dass diese Geruchsfähigkeit wieder kommt. Also im Laufe der Erneuerung der Riechsinneszellen kann Ihre Riechfähigkeit wieder zurückkommen. Und Sie sehen es hier an dem an der Elektronenmikroskopaufnahme, wie eben hier unsere, dieses Riechepithelium aufgebaut ist. Da haben wir eben diese Bipolarzellen eingebettet in diese Unterstützungszellen. Und am unteren Ende, also an der Spitze dieser Bipolarzellen, dieser Riechsinneszellen, da finden wir die sogenannten Zilien. Und diese Zilien, das sind haarartige, fadenartige Fortsätze. Und auf diesen fadenartigen Fortsätzen, da finden wir dann tatsächlich die Rezeptoren für unsere olfaktorische Geruchswahrnehmung. Diese Riechsinneszellen, wir haben es gerade eben gesehen, die haben diese Bipolarzellen und an dem Ende dieser Bipolarzellen finden wir diese Zilien mit den Rezeptoren. Und diese Riechzellen, diese Riechsinneszellen, das sind im Grunde spezialisierte Nervenzellen. Das sind Bipolarzellen, die sind aufgebaut wie eine Nervenzelle. Das sind also primäre Sinneszellen, in dem Sinne, dass die selbst ein Aktionspotenzial erzeugen. Wir haben also ein Axon, das vom Zellkörper zum Bulbus olfactorius zieht. Das ist ein nicht myelinisiertes Axon, also im Grunde eine C-Faser, haben wir ja schon kennengelernt, im somatosensorischen System. Und wir haben auf der anderen Seite eben den Dendrit, der zur Oberfläche unseres Riechepitheliums zieht. An diesen Zilien, die dann im Riechepithelium liegen, die sind eben dann in diese Schleimhaut eingebettet und Moleküle, die jetzt in dieser Schleimhaut gelöst sind, können jetzt hier an diese Rezeptoren binden. Und wir sehen mal hier auf dem Schaubild so ein Strukturdiagramm von so einem Rezeptor. Und Sie sehen schon, okay, dieser Rezeptor, das ist so ein Molekül, also ein Protein. Wir erinnern uns wieder, Proteine, lange Aminosäureketten, die dreidimensional gefaltet sind, hier in dieser Zellmembran liegen. Das heißt, diese Rezeptoren, die bilden keine Ionenkanäle, sondern das sind Second Messenger, also metabotrope Rezeptoren. Die lösen also hier eine G-Protein gekoppelte Signalkaskade aus. Was passiert also, wenn so ein Molekül, eine organische Verbindung an so einen Rezeptor bindet? Schauen wir uns also die Transduktion genauer an. Wir haben hier an unserer Bipolarzelle haben wir eben jetzt hier am Ende diese Zilien und auf diesen Zilien liegen unsere Rezeptoren. Diese Rezeptoren, da haben wir eben dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, die sind spezifisch für eine ganz bestimmte Art von Duftmolekül. Es bindet dieses Duftmolekül an unseren Rezeptor und dann haben wir eben hier
im Grunde einen metabotropen Rezeptor, der hier dann intrazellulär eine G-Protein-gekoppelte Signalkaskade auslöst. Also das Binden des Duftmoleküls führt dazu, dass hier dieses G-Protein aktiviert wird. Damit wird eine Adenylylcyclase aktiviert und unter ATP wird dann hier CAMP aktiviert und durch die Aktivierung von CAMP gehen dann unsere Ionenkanäle auf. Also die Aktivierung der Adenylylcyclase führt dazu, dass eben CAMP gebildet wird. Dieses CAMP bindet dann an Ionenkanäle. Wir haben hier ganz bestimmte Ionenkanäle, die Aufbindung von diesem CAMP aufgeben. Dadurch öffnen sich diese Ionenkanäle und Natrium und Calcium können hier einströmen. Also unsere positiv geladenen Ionenkanäle können hier einströmen. Es kommt also damit zu einer Depolarisation. Durch diese Depolarisation, durch diesen Einstrom von Calcium, werden dann Chloridionenkanäle geöffnet und dieses negativ geladene Chlorid kann aus der Zelle einströmen. Wir haben also dadurch wird nochmal diese Depolarisation in dieser Zelle verstärkt. Also positiv geladene Ionen strömen ein, negativ geladene Ionen strömen aus. Dadurch kommt es eben hier zu dieser Depolarisation an dieser Bipolarzelle. Und eben der Prozess ist im Grunde genau der gleiche, den wir auch an Nervenzellen, an metabotopen Rezeptoren an Nervenzellen finden. Schauen wir uns den ganzen Prozess also nochmal an. Unsere olfaktorischen Reize, die binden an unsere Zilien. Das führt dann zu einer Depolarisation, dadurch, dass eben die Calcium-Natrium-Kanäle aufgehen, Chloridionenkanäle aufgehen. Dadurch verschiebt sich unser Membranpotenzial an unseren Rezeptoren ins Positive. Und diese Verschiebung des Membranpotenzials ins Positive wird dann übersetzt, wird also weitergeleitet an den Zellkern. Hier wird diese Depolarisation aufsummiert und dann werden eben am Übergang vom Zellkörper ans Axon, am Axonhügel unsere Aktionspotenziale ausgelöst. Das ist also eben genau der gleiche Prozess, den wir auch bei Nervenzellen haben. Das heißt, interessanterweise wachsen hier also in unserer Nase aus dem Bulbus olfactorius Nervenzellen in unseren Nasenraum. Und das ist ganz interessant, denn hier können wir tatsächlich an diesen Bipolarzellen Einzelzellableitungen im menschlichen Nervensystem vornehmen. Das ist normalerweise beim Menschen eigentlich nicht möglich, weil das in der Regel sehr invasive Operationen sind, wo wir dann tatsächlich ins Gehirn rein müssten. Aber hier im olfaktorischen System kann man tatsächlich mit einer Mikroelektrode diese einzelnen Riechsinneszellen messen, kann sie tatsächlich punktuieren, um hier eben zu schauen, wie werden dann diese einzelnen Riechsinneszellen tatsächlich aktiviert. Also hier dieses olfaktorische System bietet einen ganz spannenden Forschungsbereich, um eben Einzelzellaktivität bei Menschen zu messen. Das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie wir nicht invasiv eine Einzelzellaktivität bei Menschen messen können. Wenn wir unsere Riechsinneszellen aktiviert haben, dann muss diese Information weitergeleitet werden an den Bulbus olfactorius. Wir haben es gerade gesehen, eine Depolarisation ausgelöst durch ein Binden von einem Geruchsmolekül wird hier übersetzt in ein Aktionspotenzial. Und dieses Aktionspotenzial wandert dann das Axon entlang bis hier in den Bulbus olfactorius und wird hier in den Glomeruli weiter verschaltet auf die Mitralzellen. Diese Glomeruli, das sind also kleine klumpenartige Verschaltstationen im Bulbus olfactorius, wo eben hier Axone ankommen, um dann eben weitergeleitet zu werden an die Mitralzellen, die dann den olfaktorischen Nerv bilden. Das ist also ein konvergenter Prozess, dass hier etwa 1000 Riechsinneszellen auf eine Glomeruluszelle verschalten. Und zwischen diesen Mitralzellen haben wir dann eben unsere laterale Hemmung, also diesen hemmenden Einfluss, den gegenseitigen Einfluss, die eben hier über diese Körnerzellen, diese Granular Cells erfolgt, die ganz relevant ist für eine Kontrastwahrnehmung, also eine Geruchskontrastwahrnehmung. Die
Verschaltung hier läuft über unser Neurotransmitter GABA, also hier eigentlich einen inhibitorischen Neurotransmitter. Ganz interessant bei diesen Glomeruluszellen in diesem Bulbus olfactorius ist jetzt, ich habe es gerade gesagt, dass hier etwa 1000 Riechsinneszellen auf eine solche Glomeruluszelle verschalten. Das machen die aber nicht zufällig, sondern das machen die auf sehr gezielte und sehr organisierte Art und Weise, nämlich, dass eine olfaktorische Riechsinneszelle immer nur einen Rezeptor ausbildet. Und diese Riechsinneszellen, die diesen einen Rezeptor ausbilden, die verschalten auf eine Glomeruluszelle. Das heißt, wir sehen es hier nochmal im Schaubild, im oberen Schaubild sehen wir quasi den seitlichen Schnitt durch unseren Bulbus olfactorius und unsere Nase. Da haben wir einmal unten dieses Riechepithelium mit diesen Riechsinneszellen, mit diesen Zilien und dann diese Axone, die raufziehen eben hier zu dieser Glomeruluszelle in unserem Bulbus olfactorius. Und jetzt verschalten eben hier auf so eine Glomeruluszelle im Bulbus olfactorius all die Riechsinneszellen, die einen ganz bestimmten Rezeptor ausbilden. Das heißt, wir können aus der Aktivierung der unterschiedlichen Glomeruluszellen in unserem Bulbus olfactorius sogenannte Riechkarten erstellen. Also ein ganz bestimmter Geruch, wir hatten es ganz am Anfang kennengelernt, ein ganz bestimmter Geruch aktiviert eine ganz bestimmte Kombination von olfaktorischen Riechsinneszellen. Also eine Riechsinneszelle, die wird aktiviert durch einen ganz bestimmten Rezeptor, durch einen ganz bestimmten Stoff und eben die Kombination von Riechsinneszellen, die durch diesen Stoff aktiviert werden, wird dann weitergeleitet an eine ganz bestimmte Konfiguration von Glomeruluszellen, die eben von diesen Riechsinneszellen dann angesprochen werden. Und aus dieser Kombination der Riechsinneszellen der Aktivierung der Glomeruli auf Ebene des Bulbus olfactorius können wir dann olfaktorische Karten erstellen, die dann eben einen ganz bestimmten Geruch kodieren. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Also unsere Glomeruli, die sind duftstoffspezifisch. Unsere Riechsinneszellen, die enthalten immer nur eine Art Rezeptor. Das hatten wir schon kennengelernt, auch wieder von Nervenzellen, die haben eben auch ganz spezifische Rezeptoren. Und welcher Rezeptor jetzt auf so einer Riechsinneszelle sitzt, das ist genetisch bedingt. Und auch die Verbindung dann zwischen diesen Riechsinneszellen und den Glomeruluszellen ist durch eine genetische Information festgelegt. Und hier wird eben jetzt dann festgelegt, dass jede Glomeruli-Zelle ist eben nur für eine Art von Rezeptoren zuständig und aus der relativen Aktivierung hier auf unterschiedlichen von diesen Glomeruluszellen können wir dann eben Geruchskarten erstellen, die dann eben eine ganz bestimmte Information kodieren. Also wenn wir uns nochmal dieses Ordnungsprinzip anschauen, das wir in den letzten Wochen kennengelernt haben. Da hatten wir im somatosensorischen System kennengelernt, dass wir eine somatotope Organisation haben, dass also ganz bestimmte Bereiche unseres somatosensorischen Systems entlang der Körperoberfläche organisiert sind, also dass benachbarte Bereiche auf unserer Haut von benachbarten Arealen in unserer sensorischen Bahn verarbeitet werden. Genauso haben wir es im visuellen System kennengelernt, dass wir eine Retinotopie haben, also benachbarte Bereiche unserer Umwelt auf benachbarten Bereichen der Retina verarbeitet werden und diese Ordnung, dieses Ordnungsprinzip entlang der Retina durch unser gesamtes visuelles System hindurch transportiert wird. Und letzte Woche im auditorischen System haben wir eben kennengelernt das Ortsprinzip der Tonotopie, dass benachbarte Frequenzen an benachbarten Bereichen verarbeitet werden. Hier im olfaktorischen System haben wir jetzt eine Geruchskarte, dass also ganz bestimmte Gerüche an einem ganz bestimmten Ort von unserem Bulbus olfactorius verarbeitet werden und aus der relativen Aktivierung dieser unterschiedlichen Orte im Bulbus olfactorius können wir jetzt eben dekodieren, errechnen, welchen Geruch wir denn tatsächlich wahrnehmen. Schauen wir uns jetzt mal die Weiterleitung nach der Verschaltung auf diese Glomeruluszellen an. Also, wir haben
unsere Riechsinneszellen. Da bindet also ein Reiz, es kommt zu einer Depolarisation, die wird übersetzt in Aktionspotenziale, die läuft über die Axone in den Bulbus olfactorius. In den Glomeruli kommt es dann eben zur Verschaltung auf die Mitralzellen. Wir haben dann noch eine zweite Klasse, die sogenannte Tufted Cell, aber das ist im Grunde das Gleiche. Und diese Axone dieser Mitralzellen, die ziehen jetzt durch unseren Bulbus olfactorius, bilden also diesen Nervus olfactorius, diesen olfaktorischen Nerv, und der zieht jetzt in unser Gehirn, in unser zentrales Nervensystem. Und das ganz Interessante an dieser Signalbahn ist jetzt, dass die im Gegensatz zu unseren anderen Signalbahnen, die wir schon kennengelernt haben, nicht zuerst zum Thalamus zieht, sondern wir haben hier eine sehr starke, sehr frühe Aufspaltung, Auftrennung dieser Signalbahn, die dann eben zum einen auf die kontralaterale Seite verschaltet. Das ist ganz relevant, um beispielsweise eine Richtungswahrnehmung aus unserem Geruch zu haben. Das funktioniert bei Menschen nicht so gut, aber viele Tiere können tatsächlich eine Geruchswahrnehmung anhand einer Geruchswahrnehmung eine Richtungsinformation dekodieren, aufgrund dieser relativen Verschaltung der beiden Bulbi-Olfaktorien. Und dann wird diese Information weiter verschaltet, diese Bahn läuft weiter auf das olfaktorische Tuberkel, den piriformen Cortex und eben auch die Amygdala. Also wir haben hier so eine ganz starke Verschaltung auf unterschiedliche Verschaltungsstationen, und hier dieser piriforme Cortex und dieser olfaktorische Tuberkel, das sind eigentlich schon die primären olfaktorischen Rindengebiete in unserem Neokortex. Also hier findet eigentlich schon tatsächlich die bewusste Verarbeitung von Geruch statt. Und erst anschließend, nachdem diese Information schon auf neokortikaler Ebene verarbeitet wird diese Information dann nochmal an den Thalamus weitergeleitet und von da dann eben auch an den frontalen Kortex weitergeleitet, wo dann die Information beispielsweise mit anderen Informationen verknüpft wird, also mit visueller, auditorischer oder somatosensorischer Information verknüpft wird für ganz komplexe Wahrnehmung. Ganz wichtig hierbei ist, Sie sehen es hier ganz am Ende, diesen Pfad zur Amygdala und zum Entorhinalkortex. Und die Amygdala, die ist ganz relevant für unsere emotionalen Reaktionen. Die Amygdala ist ganz stark beteiligt an Lernprozessen, an Konditionierungsprozessen aufgrund von emotionalen Informationen. Entorhinalkortex wiederum ist eine Eingangsstruktur in unseren Hippocampus, der eben ganz stark an Erinnerungsprozessen beteiligt ist. Das heißt, wir haben hier eine Verschaltung direkt aus dem Bulbus olfactorius auf diese Areale, die an unserem Erinnerungsvermögen und an so einem Lernprozessen beteiligt sind. Das heißt, Geruch kann sehr stark Erinnerungen triggern, Erinnerungen auslösen, denn hier fehlt diese Filterfunktion des Thalamus. Unser Thalamus ist ja normalerweise eine Filterstation, dass hier nur Information mit einem starken Eingangssignal weiterverarbeitet wird. Das fehlt hier. Hier wird also diese Information direkt weiterverarbeitet. Dieses olfaktorische System zeichnet sich auch dadurch aus, das ist ein relativ einfach strukturiertes, relativ altes System in unserem Neokortex ist, denn es ist nur aus 3 Schichten aufgebaut. Normalerweise haben wir unseren Neokortex in 6 Schichten. Hier das olfaktorische System ist nur aus 3 Schichten aufgebaut, genauso wie unser Hippocampus nur aus 3 Schichten aufgebaut ist. Wir haben ja also ein sehr einfaches, sehr altes Verarbeitungssystem. Und jetzt sehen Sie hier noch einen zweiten Pfad, der so ein bisschen so stiefmütterlich oben in Rot eingezeichnet ist, über das sogenannte vomeronasale Organ. Und hier haben wir eben auch eine Verschaltung auf den Accessory Olfactory Bulb, also einen zusätzlichen Bulbus olfactorius. Und dieses vomeronasale Organ, das ist beim Menschen, ist es umstritten, ob es existiert, aber bei Tieren hat es eine ganz bestimmte Funktion. Denn über dieses vomeronasale Organ werden sogenannte Pheromone verarbeitet. Diese Pheromone, das sind Duftstoffe, die zur Handlungssteuerung, zur Verhaltenssteuerung eingesetzt werden. Dieses vomeronasale Organ, das finden wir eben auch im Nasenraum. Das ist im Grunde genauso aufgebaut wie unser olfaktorisches System. Da haben wir eben auch Sinneszellen, die auf diese ganz bestimmten Übertragungsstoffe relevant sind, spezifisch sind, die dann eben auch wieder auf Glomeruluszellen
verschalten, die dann eben auch solche Geruchskarten ausbilden. Und diese Aktivierung dieses vomeronasalen Organs führt dann zu einer Aktivierung einer ganz bestimmten Signalkaskade im Gehirn. Zum Beispiel, ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht von Ziegen. Da gibt es den sogenannten Male-Effekt, dass also männliche Ziegen ein ganz bestimmtes Signalstoff, ein ganz bestimmtes Pheromon ausschütten. Und dieses Pheromon wird dann von einer weiblichen Ziege registriert, aufgenommen. Und das führt dann bei dieser weiblichen Ziege über eine Aktivierung der Amygdala zu einer Aktivierung einer Signalkaskade, einer hormonellen Signalkaskade, die dann beispielsweise dazu führt, dass hier Gonadotropin-Releasing-Hormone aktiviert wird, also hier Sexualhormone aktiviert werden, um hier ein ganz bestimmtes Paarungsverhalten zu initiieren. Schauen wir uns das Ganze also nochmal auf neokortikaler Ebene an. Wo kommt jetzt diese Geruchsinformation bei uns an? Diesen olfaktorischen Kortex finden wir in der Insula. Dieser piriforme Kortex, also diese erste neokortikale Verschaltungsstation in unserem olfaktorischen System, die finden wir, wenn wir unseren Parietallappen und unseren Temporallappen auseinanderziehen. Dahinter sitzt die sogenannte Insula, die Inselrinde, und an der Unterseite dieser Inselrinde, da finden wir diesen piriformen Kortex, den olfaktorischen Kortex, der hier tatsächlich für die bewusste Geruchsverarbeitung relevant ist. Und von da an ziehen dann eben diese ganzen weiteren Verschaltungen beispielsweise zum Thalamus, um dann eben von da weiter integriert zu werden in frontalen kortikalen Arealen mit Geschmack oder auch auditorische Information oder visuelle Information. Und das kennen Sie bestimmt auch, dass beispielsweise eine visuelle Information, also beispielsweise wenn Sie ein Gummibärchen, eine Süßigkeit essen, die rot ist, dann kann diese Farbinformation schon beeinflussen, wie Sie beispielsweise einen Geruch wahrnehmen. Oder eine besonders rote Rose nehmen Sie vielleicht als intensiver wahr als eine graue Rose. Also hier kann eben diese komplexe Information, die eben hier unseren Geruch darstellt, kann eben hier durch visuelle, durch auditorische und somatosensorische Informationen beeinflusst werden. Damit sind wir am Ende von unserem ersten Teil der heutigen Sitzung zu unseren chemischen Sinnen. Wir haben jetzt gerade eben das olfaktorische System kennengelernt, und im zweiten Teil werden wir uns mit unserem gustatorischen System beschäftigen.